Na, was los? Beim Dingtürenwald. Ja, wir sind auf dem Bauernhof. Frische Landluft, ne? Ich erwarte heute eine Seniorengruppe. Die kommen heute das erste Mal zu uns auf den Hof. Moin, Charlotte Schlichting. Schön, dass Sie da sind. Ja, schön, dass wir kommen. Ja, auf jeden Fall. Und dann bei so schönem Wetter. Ne? Wir wollen eine Rufführung machen und so ein bisschen austauschen. Erst, Sie wollen uns kennenlernen, den Betrieb kennenlernen, was wir so machen. Und natürlich dann auch ersten Tierkontakt. Ich habe gleich gesagt, hoffentlich sehe ich auch noch ein paar. Ja, damit kann ich dienen. Da gucken Sie mal, das Empfangskomitee ist schon da. Ne? Sehr schön. Guten Morgen. Guten Morgen. So, kommen Sie, warte. Gut. Ich sag, Sie sind ja auch da. Ich bin auch da, ja. Ich saß nur im anderen Auto. Guten Morgen erstmal. Schön, dass Sie alle da sind. Ich bin Charlotte Schlichting und ich würde sagen, wir starten einfach ganz entspannt schon mal mit so einer kleinen Hofrunde und dann kommt der Rest nachher hinter uns her. Wenn jemand auf Toilette muss, sagen Sie einfach Bescheid, ja? Meistens ist es schon das Rauskommen, erstmal so wieder aufs Land. Die verknüpfen ganz viel aus ihrer Vergangenheit, Kindheit mit dem Landleben. Und dann ist es natürlich ganz viel Biografiearbeit und Aktivierung, weil einfach der Bauernhof schon ganz viel mit denen macht. Ne? Also man kommt aus sich raus, ist ganz anders, als wenn ich den ganzen Tag in meinem Zimmer in einer Senioreneinrichtung sitze. Das ist sowas Niedliches. Ja, ich kann mich da auch nicht satt sehen. Ich kann mich auch nicht satt sehen immer. Wir haben uns ja von der Landwirtschaftskammer letztes Jahr GreenCare zertifizieren lassen. Kurz gefasst kann man sagen, umfasst GreenCare alle Aktivitäten, die irgendwie im Zusammenhang mit Tier und Natur sind. In unserem Fall ist das einfach der Bauernhof und wir machen uns den Bauernhof und dessen Ressourcen einfach zunutze, um Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Also ganz banal heißt das gesagt, zu aktivieren. Für uns geht es heute zum VR-Förderpreis Landwirtschaft. Für den haben wir uns Anfang des Jahres mit unserer GreenCare-Arbeit beworben und wurden von einer Fachjury unter die besten drei gewählt. Und da ist heute die Preisverleihung. Genau. Wir sind ziemlich aufgeregt. Ja, ziemlich toll. Und wir befinden uns gerade auf dem Vorwiesenhof in Lübeck-Wulfsdorf. Das ist der landwirtschaftliche Betrieb meiner Eltern. Da war ich richtig aufgeregt, richtig, richtig aufgeregt. Man hat dann schon Angst, dass man sich verhaspelt und möchte natürlich auch nicht zu weit ausschweifen. Aber andererseits muss man natürlich auch sagen, wann hat man die Gelegenheit, vor solchen Menschen zu sprechen? Da möchte man auch nicht kurz und knapp sein. Ne? GreenCare, soziale Landwirtschaft, tolles Projekt. Wo seid ihr jetzt? Welchen Stand habt ihr? Wie soll es weitergehen? Wir reden einfach darüber. Wir kommen mit Menschen ins Gespräch und wir zeigen, dass Landwirtschaft so viel mehr ist. Natürlich Ackerbau, Tierhaltung, Direktvermarktung, aber eben auch noch ein ganz anderer Bereich, den wir jetzt erkunden und dass wir auf so positive Resonanz stoßen. Das ist einfach ganz große Wertschätzung. Das ist mit Geld nicht zu bezahlen und das wollen wir ausbauen. Mama und ich, das ist die Arbeit, die uns erfüllt und die ganze Familie unterstützt uns. Das geht nicht. Das kann man nicht alleine machen, das geht nur im Team. Das ist Gabi. Gabi. Ich hab ja auch übermelden müssen zu Hause. Hatten Sie eigene Tiere? Ja. Ja. Sechs aber nur, ne? Sechs. Ja. Und dann war ich tanzen gewesen und komme morgens um 17:30 nach Hause. Und um 18:00 klingelte der Wecker bei meiner Mutter. Ja, und dann musste ich los. Das kenne ich auch. Manchmal machen wir das so, dass wir vom Tanzen direkt in den Melkstand gehen. Ne? Da lohnt sich das zwischendurch nicht ins Bett. Ja. Oh, schlimm, ne? So ist das. Jeden Tag, ne? So was hat man auch gemacht. Ja. Ne? Damit
Unser Ziel ist es ja, so ein bisschen raus aus dem Alltag und so ein bisschen auch wieder aus seiner eigenen Komfortzone raus. Weil das ist natürlich abenteuerlich mit dem Rollstuhl so auf dem Bauernhof über Stock und Stein. Und meistens haben die Besucher damit gar kein Problem. Aber es ist natürlich aufregend und das ist ganz anderes, als wenn ich den ganzen Tag in einer Senioreneinrichtung bin, auf glattem Fußboden. Und hier riecht es nach Landluft, es ist warm, man hat auch noch Kuhsabber an der Hand und dann fahre ich hier über Stock und Stein. Mehr Wahrnehmungsschulung geht gar nicht. Jo. Alle wollen dich anfassen. Ja, du hast es geschafft. Jetzt bringe ich sie wieder rein. Ja, das ist ja immer nur kurz, ne? So, jetzt gibt es ein Leckerli zur Belohnung. Ja, jetzt hat sie es gesehen. Eine Gurke? Ne, eine Zucchini. Das mögen die? Ja, die fressen eigentlich alles. Also kann ich nur empfehlen, ich kann denen auch stundenlang zugucken. Gucken Sie mal, jetzt ist die Zucchini schon fast weg. Naturverbunden. Schnuppert nach Landwirtschaft, gesund. In der Stadt, also mich regen die großen Supermärkte auf. Und viele Kinder wissen gar nicht mehr, wie alles wächst und dahin. Gucken Sie mal hier. Darf ich Ihnen so eine kleine mal pflücken? Ja, zack, der Hund. Jemand eine Tomate? Ich da hinten sind so kleine. Darf ich ja alle? Sie dürfen alle auf der Stadt auch. Gerne. Wollen Sie sich die selber pflücken? Schön vorsichtig, Frau Gina. Oh Mann. Lecker. Meistens hat man immer so ganz viele große Pläne und sagt, ich brauche jetzt 2 Stunden viel Programm. Aber in der Regel reicht es eigentlich schon, nur auf dem Bauernhof zu sein. Also in Anführungsstrichen nur, weil die nehmen wieder Dinge wahr oder beschäftigen sich mit Sachen, wo ich 100 Mal am Tag vorbeilaufe. Dann sind wir bei den Tomaten und sie kommen ins Erzählen oder ne, wie war etwas früher, wie ist es heute. Und ja, meistens reicht der Ort schon. So, und der erste, den wir jetzt auszeichnen, ist natürlich der 3. Platz. Ja, so wie im Sport, 3., 2., 1. Platz. Den 3. Platz gewinnt Hof Bielefeld mit dem Projekt Glückstück. Sehr geehrte Familie Bielefeld, herzlichen Glückwunsch, kommen Sie nach vorne. Wir haben von vornherein gesagt, dass wir dafür nominiert sind. Ist einfach krass. Und dann habe ich gesagt, bitte auch zu mir selbst, sei nicht enttäuscht von Platz 3. Also, ne? 27 andere habe ich schon hinter mir gelassen. Trotzdem, das wäre gelogen, wenn nicht. Ich habe mich gefreut, dass bei Platz 3 noch nicht Familie Schlichting stand. Jetzt haben wir so den Siedepunkt erreicht, weil wenn wir den 2. vorlesen, wissen wir natürlich auch, wer 1. geworden ist. Den 2. Platz dotiert mit 5.000 Euro. Dieser Platz geht an Hof Schlichting mit Projekt Greencare. Herzlichen Glückwunsch. Das war richtig gut. Also ich habe zu Papa geguckt, der hatte Tränen in den Augen. Also es war schon sehr emotional und auch dieser Tag war für uns schon sehr schwer, auch wetterbedingt. Wir hätten eigentlich ackern müssen und dass trotzdem die ganze Familie mit mir nach Rendsburg gefahren ist, das hat mir schon viel bedeutet. Und dass wir dann so einen tollen Tag oder Abend da verbringen durften, das war auch für uns alle so was Besonderes, unabhängig von der Platzierung. Richtig gut. Zufrieden? Ja, sehr. Ich auch. Bin stolz auf dich. Ich muss Papa mal fühlen. Und habt ihr schon Ideen, was ihr mit den 5.000 Euro macht? Ja, wir möchten eine behindertengerechte Toilette in der Nähe vom Stall bauen. Also im Moment haben wir es ja immer noch so hingekriegt, aber es war dann sehr abenteuerlich im Rollstuhl bei uns quer über den Hof. Die meisten Besucher finden das ganz cool und aufregend, aber wir möchten trotzdem noch eine behindertengerechte Toilette bauen. Na, jetzt gibt's einen Kuchen. Hier geht das, können Sie das sehen? Schmeckt? Also an PlayStation, ich sag, hast du deine Hausaufgaben fertig? Ich sag, es wird was gegessen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ja. Und dann gute Heimreise. Sie kommen wieder, ja, das ist doch das schönste Kompliment für mich. Das höre ich gerne. Ja, ne? Oh, mit Zucker.
packen, festhalten. Oder lieber viel vorne. Ja, das war's schon wieder von uns. Heute gab es mal einen Einblick in unseren neuen Betriebszweig. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Kommentiert doch gerne mal mit euren Fragen. Wie findet ihr unser neues Projekt? Abonniert natürlich den Kanal, liked das Video und dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid.